In wenigen Tagen ist es soweit und das Suicide Squad Spin-off Birds of Prey erscheint bei uns in den Kinos. Bereits übermorgen, am 6. Februar, läuft der Film bei uns an. Pünktlich zum Film bekommt ihr von mir aber auch nochmal eine Zusammenfassung, wer Harley Quinn überhaupt ist. Heute werden wir aber erstmal schauen, welche weiblichen DC-Bösewichte es neben ihr sonst so gibt. Ich werde in diesem Video also nicht ausschließlich die einzelnen Mitglieder der Birds of Prey thematisieren, sondern das hier ist eine Top-Liste von den DC Girls, die aufs Maul gehen. Ich habe mir einfach mal ein paar angesehen und spontan entschieden, wen ich jetzt interessanter finde und wen nicht. Das heißt, es ist jetzt nicht nach irgendwelchen Kriterien, die ihr nachvollziehen könnt, geordnet. Ich belog das eine neue Folge Select und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Den Anfang in unserer Runde macht eine Botanikerin. Pamela Isley stand Batman mehr als einmal gegenüber und hat ihm durch die Blume gesagt, dass sich das Blatt jetzt wenden wird. Sie hat quasi kein Blatt vor den Mund genommen und war ihm immer wieder ein Dorn im Auge. Und ich glaube nicht, dass jemals Gras über die Sache wachsen wird. Denn mit den beiden ist einfach nicht gut Kirschen essen. Na, ihr wisst schon, wer die Wurzel allen Übels ist, wa? Schurke Nummer 1 in unserer Liste ist natürlich die verrückte Ökoterroristin Poison Ivy. Schon ihr Name ist grandios gewählt. Versteht man Ivy bloß als Frauenname, bedeutet er offensichtlich einfach nur Gift-Ivy. Übersetzt man ihn jedoch mit seiner richtigen Bedeutung, ist es der Gift-Efeu. Doch was steckt hinter der grünhäutigen und rothaarigen Frau? Wie wurde sie halb zur Pflanze und warum hat sie doch so viel Aufmerksamkeit bekommen, obwohl sie zunächst nur als kurzzeitige Gegenspielerin von Batman geplant war? Poison Ivy heißt eigentlich Lillian Isley und wuchs als Einzelkind von wohlhabenden Eltern in Seattle auf. Obwohl sie bereits als Kind überwältigend schön gewesen sein soll, war Pamela super schüchtern, in sich gekehrt und emotional relativ instabil. Weil sie niemals Blumen geschenkt bekam, begann sie bereits in ihrer Kindheit mit der Zucht von Rosen und entwickelte so ein sehr reges Interesse für Botanik. Dieses Interesse ging so weit, dass sie nach der Schule das Studium der Botanik bei dem Wissenschaftler Dr. Jason Woodward aufnahm. Sie verliebte sich in ihren Dozenten, welcher ihre Gefühle jedoch nicht erwiderte, sondern für eines seiner Experimente ausnutzte. Er brachte seine Schülerin dazu, sich für eines seiner Experimente ein Serum verabreichen zu lassen, was sie zu einer Art menschlichen Pflanze mutieren ließ. Dank der Mutation hatte sie ab diesem Zeitpunkt die Fähigkeit, andere Pflanzen zu kontrollieren, war so ziemlich gegen alle Gifte immun, konnte selbst Gifte in ihrem Körper produzieren und Pheromone absondern, mit denen sie Menschen unabhängig ihres Geschlechts komplett sexuell basierend kontrollieren konnte. Sie ging dann von Seattle nach Gotham City, nachdem sie von Batman gehört und dieser ihre Faszination geweckt hatte. Unter dem Namen Poison Ivy begann sie Verbrechen, um seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Zwischen den beiden entwickelte sich dann eine bis heute andauernde Hassliebe. Die gute Pflanzenfrau ist übrigens nicht ausschließlich allein unterwegs. Eine andere Schurkin hat es ihr offenbar ganz besonders angetan. Dazu kommen wir aber gleich noch. Unsere Nummer 2 in der Liste lässt sich nicht so leicht in die Rolle der Bösewichte einteilen. Und das liegt daran, dass sie irgendwie zu den Bösen gehört, aber irgendwie eigentlich auch nicht. Jedenfalls ist die Gute bereits seit dem allerersten Batman-Comic am Start, auch wenn sie damals noch einen anderen Namen trug. Im fernen Jahr 1940 trat Catwoman noch unter dem Namen The Cat auf und trug bei ihrem ersten Kontakt mit Batman auch noch gar nicht ihr bekanntes klassisches Kostüm, sondern bloß eine Katzenmaske sowie ein normales Kleid. Erst in späteren Auftritten hatte sie dann dieses Ganzkörperkostüm, was enger ist als ihre eigene Haut. Selina Kyle, so ihr richtiger Name, ist daher nicht richtig gut oder böse, sondern in gewisser Weise einfach nur eine, die nicht immer den Regeln folgt. Sie stiehlt ohne Unterlass und gehört damit ganz klar an der Seite zu den Bösen. Andererseits schützt sie ihre Stadt Gotham City auch aktiv und kämpft dabei hin und wieder auch an der Seite oder auf Batman. Im Gegensatz zu Poison Ivy hatte Selina Kyle eine weniger behütete Kindheit. Sie wuchs mit ihrer älteren Schwester Magdalena in einer zerrüttenden Familie auf und die Katzen wurden quasi mehr ihre Familie als ihre echte Familie. Magdalena wurde im späteren Verlauf dann Nonne, Selina floh mit 15 Jahren von zu Hause und landete auf den Straßen Gotham. In dem Kinderheim, in dem sie landete, fand sie alles andere als einen sicheren Ort, an dem man zumindest temporär ein Zuhause finden konnte. Typisch Gotham halt. Die Leiterin des Heimes quälte die Kinder nämlich und nachdem Selina fast von ihr getötet wurde, floh sie auch von dort. Mit 17 geriet sie dann in die Hände von Stan, ein Zuhälter, der sie
einfach krankenhausreif prügelte. Im Krankenhaus traf sie dann auf den Polizisten Flannery, der dafür sorgte, dass Ted Grant, aka Wildcat, sie in verschiedenen Selbstverteidigungstechniken trainierte, damit sie sich bei sowas verteidigen kann. Diese Mühe war auf den ersten Blick allerdings vergeben, da Stan sie wiederfand, nachdem sie aus dem Krankenhaus entlassen wurde und sie dann wieder zurück in ihr altes Leben aus Prostitution und Kriminalität brachte. Nur mit Mühe schaffte sie es, sich wieder aus diesem Leben heraus zu befreien und entdeckte während dieser Zeit nicht nur ihre Vorliebe, sondern auch ihr Talent zum Diebstahl. Im Laufe ihres Lebens entwickelte sie dann ihr alter Ego Catwoman, das natürlich auch immer wieder mit Batman zusammenstieß. Zwischen den beiden entwickelte sich eine Liebesbeziehung, von der man, wenn man die aktuellen Comics so anschaut, wahrscheinlich noch ein bisschen was erwarten darf. Bevor wir uns den nächsten drei Schurkinnen widmen können, kommen wir erstmal kurz zu etwas Werbung. Wie ihr euch vorstellen könnt, frisst dieser Kanal schon einiges an Zeit und Geld. Und um euch weiterhin die gewohnte Qualität liefern zu können oder sie sogar zu verbessern, könnt ihr mich auch aktiv unterstützen. Deshalb möchte ich euch an dieser Stelle mal wieder auf meinen Merch-Shop bei Teespring aufmerksam machen. Wenn ihr mich also supporten wollt und gleichzeitig mit einem exklusiven Birds of Prey Design schmücken wollt, dann klickt jetzt auf den Link in der Videobeschreibung, den ersten. Im Shop könnt ihr dann das Design auswählen und das eben auf einem Pulli, einem T-Shirt, einem Longsleeve oder was auch immer euch gefällt und verfügbar ist, draufdrucken lassen und bestellen. Bis zum 20. Februar habt ihr außerdem die Möglichkeit, eben dieses Shirt nur zu kaufen. Das ist ein limitiertes Design und danach wird es nie wieder im Shop vorkommen. Aber lassen wir Batman mal für einen kurzen Moment links liegen und werfen einen Blick auf so diese Wonder Woman-Ecke der Comics. Dabei handelt es sich hierbei nämlich um eine etwas verzwickte Situation, da es sich nicht um die Schurkin an sich handelt, sondern um eine immer wieder auftretende Reinkarnation. Sie ist flauschig, hat scharfe Krallen und gilt als der Erzfeind von Wonder Woman, the one and only true Catwoman, Cheetah. Bisher gab es vier verschiedene Cheetahs. Priscilla Rich, Deborah Domain, Sebastian Ballesteros und Barbara Ann Minerva. Letztere ist auch die aktuelle Cheetah. Deborah und Priscilla trugen nur gepaarten Kostüme. Die anderen beiden verwandelten sich hingegen tatsächlich in eine Mischform aus gepaart und Mensch. Barbara Ann Minerva war eigentlich eine engagierte britische Archäologin und ist eben die aktuelle Cheetah. Doch wie wurde sie eigentlich zu dieser Gestalt? Barbara war gemeinsam mit einem Expeditionsteam auf der Suche nach der verlorenen Stadt von Urzkartagan. Ihre Führer lockten sie jedoch in einen Hinterhalt und fast alle Mitglieder des Erkundungsteams wurden gefangen genommen und dann getötet. Barbara und ihr Partner Dr. Tom Levens haben es aber noch geschafft, mit einem Sprung auf einem nahegelegenen Pass sich zu retten. Die Strömung des Flusses trug sie dann letztendlich doch noch aber in das Dorf. Dort wurden sie Zeugen von einem merkwürdigen Ritual, was jedoch unterbrochen wurde, als Eindringlinge das Dorf dann angriffen und fast alle Bewohner töteten. Barbara und Dr. Levens schafften es, sich erneut zu retten, indem sie in eine nahegelegene Höhle flohen, die kurz darauf einstürzte, und erst dann bemerkten die beiden, dass der Hohepriester Chuma ebenfalls in dieser Höhle saß. Dieser erklärte den beiden dann, was es mit dem Ritual auf sich hatte. Eigentlich war eine alte Frau Ziel der Zeremonie. Nach erfolgreichem Abschluss wäre sie unsterblich geworden, hätte ihre Kraft wiedererlangt und wäre zu einem Mischwesen aus Gepard und Mensch geworden. Und nachdem sie von der Unsterblichkeit hörte, forderte Barbara den Hohepriester auf, sie zum Cheetah zu machen. Dazu musste sie menschliches Blut trinken und die Beeren eines Busches vom Pflanzengott des Dorfnamens zu sich nehmen, und für das menschliche Blut tötete sie dann einfach ihren Partner. Was sie jedoch nicht wusste, damit das Ritual erfolgreich sein könnte, hätte der Körper, in welchen der Geist des Cheetahs einzieht, eine Jungfrau sein müssen. Da das bei ihr jedoch nicht zutraf, naja, wurde sie quasi eher verflucht mit tagsüber behielt sie ihre menschliche Form, allerdings war sie kränklich und sehr, sehr schwach. Nachts hingegen wurde sie zu dem Mischwesen getrieben von unstillbarem Blutdurst und unstillbarer Stärke. In Wonder Woman 1984 wird der Cheetah, gespielt von Kristen Wiig, sein Live-Action-Debüt feiern und hoffentlich nicht so aussehen wie die Katzen aus Cats. Und ja, das könnte trotzdem passieren. Leider. Hoffentlich nicht.
Auf dem vierten Platz landet eine ganz besondere Schurkin, die den entscheidenden Titel Weltenzerstörerin trägt. Die Weltenzerstörer sind auf Krypton geschaffene lebendige biologische Waffen. Mindestens 5 von ihnen überlebten die Zerstörung des Planeten. Allerdings konnten sie sich nicht an irgendetwas außer ihrem Namen, ihrem Zweck und ihrem Herkunftsplaneten Krypton erinnern. Rain ist eine von ihnen und gleichzeitig die Anführerin der enorm gefährlichen Gruppe. Auf der Suche nach Antworten zu ihrer Herkunft traf sie dann irgendwann auf Supergirl, eben auch eine Kryptonierin. Die beiden gerieten in einen Kampf, doch als Supergirl ihrer Widersacherin keine Antworten liefern konnte, ließ diese sie vermeintlich zum Sterben zurück. Rain verspürte, dass sie, wenn sie keine Antworten in den Überresten Kryptons finden würde, sie diese auf der Erde finden könnte. Immerhin war die Erde der einzige Ort im gesamten Universum, auf den Überlebende von Krypton sich aufhielt. Sie entschied sich daher dazu, auf unserem blauen Planeten zu kommen und diesen zu erobern. Gemeinsam mit 3 anderen Weltenzerstörern griff sie zuerst New York an und sorgte da ordentlich für Chaos. Nach einiger Zeit tauchte dann auch Supergirl wieder auf. Rain dachte fälschlicherweise, dass sie sich ihrer Truppe dann anschließen wollen würde, was ein bisschen blöd ist, weil sie vorher fast umgebracht hat, also warum sollte sie das denken? Als diese jedoch dann klar machte, dass sie gekommen war, um die Weltenzerstörer aufzuhalten, griffen diese die geschwächte Supergirl an. Sie schaffte es jedoch, einen der Bösewichte zu verletzen. Da Rain nicht riskieren wollte, einen aus ihrer Reihe zu verlieren, entschied sie sich aufzugeben und die Erde zu verlassen. Allerdings nicht ohne Supergirl mitzuteilen, dass sie nicht die einzigen Weltenzerstörer sind. Dun, dun, dun! Nummer 5 und letzte in der Liste ist natürlich ein altbekanntes Gesicht. Das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss, auch wenn es sich hierbei um eine wertungsfreie Auflistung ohne irgendwelche Gründe der Plätze handelt. Aber dennoch, Vorhang auf für die allerseits bekannte und spätestens seit 2016 unfassbar beliebte Harley Quinn. Die ursprüngliche Harleen Quinzel war eine ehrgeizige und intelligente, aber auch leichtsinnige Psychologiestudentin. Nachdem sie mit einem glänzenden Abschluss das College verließ, fing sie an, als Psychologin in Arkham Asylum zu arbeiten. Besonders fasziniert war sie dort vom wohl prominentesten Insassen, dem Joker. Schnell erlag sie ihm und verliebte sich bedingungslos in Batmans erbittertsten Widersacher. Mehrere Male verhalf Dr. Harleen Quinzel ihrem Paddin, wie sie den Joker gerne nannte, zum Ausbruch, bis ihre Vorgesetzten ihr schließlich auf die Schliche kamen, ihr ihre Lizenz entzogen und sie schließlich selbst als Insassin des Asylums endete. Nach einem Erdbeben in Gotham City konnte sie doch aus Arkham Asylum entkommen und sich mit dem mittlerweile erneut auf freiem Fuß befindlichen Joker treffen. Die beiden pflegten seitdem eine Art On-Off-Beziehung, wodurch sie sich immer wieder als gute Freunde oder Partner Seite an Seite auch gegenüberstanden, beziehungsweise Seite an Seite standen und auch gegenüberstanden. Wenn sie nicht allein unterwegs ist und Verbrechen begeht, hängt sie im Übrigen oft mit ihrer besten Freundin Poison Ivy rum und stiftet Chaos. Aber das soll's jetzt erstmal mit den weiblichen DC-Bösewichten gewesen sein. Mehr zu Harley Quinn erkläre ich euch noch in einem anderen Video, wo es dann wirklich ins Detail geht, eine Folge Academy, die kommt auch demnächst. Habt ihr denn eigentlich persönliche Favoriten? Schreibt doch gerne mal eure liebsten DC-Bösewichte weiblich in die Kommentare und beschreibt, warum ihr die so cool findet. Und ansonsten könnt ihr hier abonnieren, links und rechts gibt es weitere Videos und wir sehen uns dann im nächsten Video. Reinhauen.